So, schönen guten Abend. So, kann ich was lesen? Kann ich was lesen? Schönen guten Abend. So, warten wir, bis ein bisschen mehr Leute reinkommen. Dann legen wir los. Schon so einen kleinen Blick auf den Las Vegas Boulevard. Wenig Autos sind da. Das Mirage Hotel, wo damals Siegfried und Roy drin aufgetreten sind. Da machen wir dann auch mal einen Stream, wenn es auf hat. Es hat aber momentan geschlossen. Ihr seht das hier. Die Einfahrt ist zu. Dort haben wir das Treasure Island Hotel. Jetzt gehen wir gleich ins Venetian rein. So, ich kann jetzt momentan keine Fragen beantworten, nicht böse sein, weil es ist so hell draußen und das Display hat sich dunkel geschaltet. Wir können es machen, wenn wir denn im Hotel drin sind. Jetzt wollte ich euch hier gerade eine Gondel zeigen. Jetzt sind die alle weg auf der anderen Seite, weil du kannst hier Gondeln fahren bei dem Hotel. Einmal draußen, einmal drin. Und gleich komme ich zu ein paar Fakten. Da haben wir einen, der da ein bisschen rumtanzt, aber ohne Gast drin. Also eine Gondelfahrt hier im nachgebauten Venedig kostet in der Woche ab 29 Dollar und am Wochenende 39 Dollar. Ab da an geht's los. Sie haben auch eine eigene Hochzeitsgondel. Das heißt, wenn ihr heiraten wollt in dem Hotel, dann ist das auch möglich. So, legen wir mal los, um was es sich hier handelt. Also insgesamt sind das zwei große Hotels. Das eine nennt sich Venedig. Venezian. Und das andere haben wir dort drüben, das nennt sich Palazzo, das sieht man jetzt nicht, weil es hinter diesem Gebäude ist. Beide Hotels zusammen gehören einem Eigentümer und es ist der zweitgrößte Hotelkomplex der Welt. Baukosten für beide Hotels 3,3 Milliarden Dollar. Insgesamt hat das Hotel 7.128 Zimmer. Davon sind 4.049 Suiten. Das heißt, nicht einfach ein Zimmer, wo man rein und raus gehen kann, sondern du hast eine Couch mit drin und noch ein größeres Badezimmer. Kannst dich ins Bett hinlegen und mit der Fernbedienung die Jalousien hoch und runter machen lassen, Licht an und aus, Zimmerservice kommen lassen und so weiter. Was wir halt von zu Hause gewohnt sind. Das Venedig Hotel selber wurde 1999 gebaut und das Palazzo nebenan wurde im Jahre 2007 gebaut. Insgesamt hat das Hotel 9.600 Mitarbeiter. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mach mal für 9.600 Mitarbeiter die Lohnabrechnung. Hier haben wir die Rialto-Brücke nachgebaut. Im Originalen ist hier drunter Wasser. Das heißt also, da fahren die Boote durch. Hier haben wir den Turm nachgebaut vom Markusplatz. Und die achten hier wirklich auf jedes Detail. Selbst wenn wir jetzt hier rüber schwenken, hier unten haben wir noch Wasser. Hier geht es nicht weiter rein, aber wenn man es von Weitem sieht, dann denkt man, da geht es nach Venedig weiter rein. So, dieses Hotel ist teilweise zu 99% ausgebucht. Warte mal, jetzt drehen wir mal die Kamera. Wo können wir das machen? Da. Das Hotel ist teilweise zu 99% ausgebucht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, 7.128 Zimmer. Sagen wir einfach mal, 7.000 Zimmer sind belegt. Und jeder geht am Tag nur einmal essen. Das heißt nicht dreimal, nicht Frühstück, Mittag und Abendessen, sondern nur einmal. Dann reden wir über 7.000 Essen, die dieses Hotel täglich für die Leute zubereitet. Der Arbeitgeber ist zu seinen Arbeitnehmern so sozial, dass die Mitarbeiter in zwei Kantinen gratis essen gehen können während ihrer Arbeitszeit. Und die Mitarbeiter nutzen das auch aus. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 9.600 Mitarbeiter, jetzt arbeitet nicht jeder am Tag, sondern sagen wir mal 1.600 haben frei oder Fortbildung, Entlassung, Neueinstellung und so weiter. Sagen wir einfach mal, in der Woche arbeiten hier 8.000 Leute. Und diese 8.000 Leute
gehen natürlich dann auch gratis essen in der Kantine. Weil warum sollten sie zu Hause essen gehen, wenn sie hier gratis essen gehen können? Das heißt, wir reden dann über 16.000 Mahlzeiten, die der Arbeitgeber jeden Tag zur Verfügung stellt. For free. Plus die 9.000 Leute, die hier wohnen, also Gäste. Dann reden wir über 25.000 Mahlzeiten am Tag. Wisst ihr, wie groß die Küche ist? Was da abläuft? Das ist eine Kleinstadt. Das ist wirklich gigantisch. Ich kenne jemanden, der ist hier Mitarbeiter, der hat mich mal hinter die Kulissen gelassen. Das ist, die fahren mit Gabelstaplern in die Gefrierhallen rein und das sind riesen Gefriertruhen mehr oder weniger mit so Rolltoren, die dann 5 Meter oder 3 Meter nach oben gehen, 2 bis 3 Meter breit sind und dann hast du wirklich eine Kühltruhe nur für Rindfleisch, das andere nur für Fisch, das andere nur für Alkohol, das andere nur für Obst und Gemüse. Ja, das ist Amerika, alles ein bisschen größer. Wir laufen jetzt auch ins Hotel rein. Ich schwenke jetzt mal wieder die Kamera, weil ihr wollt ja das Hotel sehen und nicht unbedingt nicht die ganze Zeit. Die Casinofläche beträgt 11.000 Quadratmeter. Das sind umgerechnet 1,5 Fußballfelder. Nur mit Gambling, das heißt Roulette, Blackjack, Spielautomaten etc. Wir laufen da auch gleich kurz ein bisschen durch und habt da einen kurzen Einblick. Das ist die Empfangshalle, wo die Autos ankommen. Wir können gerne mal die Spuren zählen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Spuren. 10 Spuren nebeneinander, wo nur Autos die ganze Zeit ankommen. Jetzt ist natürlich ein bisschen weniger los. Klar, durch die Krise. Aber würden wir jetzt mal die Krise wegrechnen, hier tobt der Bär. Der Besitzer dieser Hotelgruppe ist die Sands Corporation. Die Sands Corporation ist so, sagen wir mal so, denen geht so gut, dass die 19 eigene Flugzeuge haben. Davon sind 2 Boeing 747, das sind die mit dem Buckel oben drauf, um sogenannte High Roller abzuholen. High Roller sind Leute, die sehr, sehr viel Geld zum Spielen ausgeben. So, jetzt sind wir in der Empfangshalle. Hier oben an der Decke seht ihr Deckenmalereien und das gesamte Gold, was ihr hier seht, ist echtes Blattgold. Es ist nichts gemalt, es ist alles echt. So, hier haben wir auch so ein Benebelungsgerät, das ist in Las Vegas üblich. Wir haben jetzt um die 40 Grad Außentemperatur. Das heißt, das kühlt die Luft sozusagen runter, wenn du dich darunter stellst, weil dieser Sprühnebel nach unten geht. Auch hier sage ich, wir sind in der Wüste und haben Wassermangel, aber es spielt sozusagen keine Rolle. So, das ist nur die Empfangshalle, wir sind draußen. Jetzt müssen wir durch die Sicherheitskontrolle hier durch. Warte mal. Mit dem Temperaturcheck. Wo ist denn hier der Temperaturcheck? Ich laufe den falschen Weg. Die laufen alle den falschen Weg. So, guckt euch das an. Phone's on fire. So, guckt euch hier mal die goldene Kugel an. Auch der Check-in, die Rezeption, sehr nett gemacht. Mit Venedig als Wandmalerei im Hintergrund. Das ist wirklich einer der schönsten Hotels überhaupt hier in Las Vegas. Wirklich die Liebe zum Detail. Das fängt schon an mit den Kronleuchtern oben an der Decke. Ob das jetzt Geschmack ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Allein die Arbeit, die die machen. Selbst der Marmor hier, der Marmor in dem gesamten Hotel, ist aus Italien hergebracht worden. Guckt euch mal die Galerie hier an. Es wird noch viel, viel geiler. Das ist schon ein ordentlicher Tempel. Und hier läufst du lang, wenn du zu deinem Hotelzimmer möchtest. Zu deiner Gästesuite. Guckt auf den Boden. Das Hotel ist jetzt 21 Jahre alt. Der Boden glänzt. Jeden Tag werden hier mit
mit Maschinen wird hier rüber gebonert. Ich mache nachher noch Fotos, die haue ich dann auf meinen Instagram-Account hoch. Da könnt ihr dann ein paar Fotos sehen von den Gondeln oben, wo wir jetzt gleich hinlaufen werden, und vom Casino selber. Da hinten sehen wir die Casino-Fläche. Wie gesagt, 1,5 Fußballfelder, nur Gambling. Wir machen aber auch mal einen extra Stream, nur wo es ums Thema Gambling geht. Ich habe jetzt die Streams schon für gute 6 Wochen vorbereitet. Ich werde es immer ein paar Tage vorher bekannt geben. Immer donnerstags, immer sonntags, 21 Uhr. Aber ihr seht, es ist verhältnismäßig wenig los. Manche Automaten sind auch ausgeschaltet, wie zum Beispiel diese beiden hier. Oder hier sieht man es auch ganz deutlich, wegen Social Distancing. Da sind auch die Stühle weggenommen. Das heißt also, man kann sich nicht hinsetzen. So sieht es dann aus, wenn der Automat ausgeschaltet ist. Es ist wirklich wenig los. Die Hotels werden auch richtig in die Krise kommen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. So, jetzt gehen wir hier nach oben. Jetzt haben wir gleich eine ganz verrückte Deckenmalerei. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze aufnehmen können. Guckt euch das an. Es ist alles echtes Blattgold. Es ist nichts gemalt. Es ist alles echt. Ja, man darf noch rauchen im Casino. So, da hinten gibt es einen Nightclub. Den ist eventuell schon einigen von euch bekannt. Wo haben wir es? Dort. Gehört zu einer der besten und ja, auch schönsten Nightclubs der Welt. Damit ihr wisst, was hier für Umsatz lief, bevor die Krise losging. Dieser Nightclub macht im Jahr einen Umsatz von 50 Millionen Dollar. Das heißt, pro Wochenende umgerechnet eine gute Million. Jetzt hat der Montag, Dienstag, Mittwoch zu. Das heißt, nur Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Jetzt könnt ihr euch das selber durchrechnen. Dann reden wir von guten 300.000 Umsatz pro Tag, was dieser Club macht an einem Abend. Was kostet die Nacht? Ja, vor der Krise ging es los, ab 100 Dollar. Mal gucken, wie jetzt die Preise purzeln werden. Also Excalibur bietet jetzt schon an 19 Dollar die, oder 18 Dollar die Nacht. Und Caesars Entertainment bietet an innerhalb der Woche. Ist kein Scheiß. Das muss ich euch mal reinziehen. What? You're not allowed to videotape without approval. If you want, you can ask the security over there. Ah, okay. I mean, you need to get approval. Okay, then I take it off. Okay, thank you. So, ich muss jetzt mal so tun, als ob ich es ausschalte. Man darf angeblich nicht filmen. Okay, no problem. So, jetzt muss ich mal kurz so runterhalten. Das ist ja nur Blödsinn, dass man nicht aufnehmen darf. Also, das habe ich ja noch nie gehört. So. Dann dürft ihr mich jetzt mal kurz so anschauen. Was soll denn die Nummer? Wir haben hier 384 Leute drin und die wollen, dass man keine Werbung macht. Wo war ich stehen geblieben? Das Zimmer, Caesars Entertainment, kannst du für 7 Dollar die Nacht buchen, wenn du eine Players Card hast. So, jetzt laufen wir erstmal kurz ein bisschen weiter und dann zeige ich euch andere Sachen. Dass wir erstmal ein bisschen weiter weg von dem Wachmann. Wie viel ist der Eintritt in dem Club normalerweise? Keine Ahnung, ich bin kein Disco-Gänger, gebe ich wirklich zu. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Vielleicht schmeißen sie mich ja aus dem Hotel raus, das wäre es ja denn noch. So. Jetzt sind wir an den Gran Canal Shops. Im ersten Stockwerk im Casino. Und hier kannst du Gondeln fahren. Hier drunter ist das Casino.
Ist das der Hammer? Die singen auch. Das sind echte Gondoleure. Damit die hier arbeiten dürfen, brauchen sie eine Gesangsausbildung und sie singen auch tatsächlich während der Fahrt. Wir sind im Venedig-Hotel, steht oben als Überschrift drüber. Auch hier die ganzen Details oben, schaut euch das an, diese Gebäude, den künstlichen Himmel, den sie hier gemalt haben. So, diese Gran Canal Shops, wir laufen gleich so ein bisschen durch. Jetzt kommt hier gerade eine Gondel an. Hier gibt es insgesamt 208 Geschäfte, ist im ersten Stockwerk im Venedig-Hotel. Es sind 68.379 Quadratmeter, umgerechnet 10 Fußballfelder. Nur mit Shopping. Die seid ihr auch gefahren. Was habt ihr bezahlt, Alexandra? Genau, die Deckenmalerei sieht so aus, als ob man draußen ist. Gibt es in vielen Hotels, in manchen Hotels machen sie das auch noch so, dass, ja, dass sich die Farbe ändert, dass es auch mal dunkler wird. So, jetzt laufen wir hier mal ein bisschen durch. Du kannst nämlich parallel zu dem Gran Canal hier langlaufen. Und hier gibt es dann halt diese ganzen Boutiquen, wo du, keine Ahnung, Handtaschen, Schmuck, Eis, Restaurants. Hier saß ich schon ein paar Mal. Hier kannst du gemütlich sitzen, direkt am Wasser. Und du sitzt dann sozusagen direkt am Fluss hier. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist, also ich halte es für wichtig. Wir sind im zweiten Stockwerk. Hier drunter ist das Casino. Wisst ihr, was das für ein Gewicht ist? Stell mal vor, da geht irgendwas kaputt. Steht das Casino unter Wasser. Kannst ja nicht einfach so mal einen Korken reinstecken. So, hier haben wir einen Eisladen. Da müsst ihr erstmal wissen, was der für Eis verkaufen muss, damit er hier die Miete zahlen kann. Och, und da könnt ihr sogar, ich sag schon, so eine schöne Hochzeitssorte. Hi. Ist das romantisch? Und was mich wirklich so fasziniert, deswegen gehe ich auch gerne in Freizeitparks, sei es Disneyland oder Universal Studios, diese Liebe zum Detail, diese kleinen Häuschen und Balkone und die Fenster und dann auch noch beleuchtet. Knaller. Der hat super Eis, ja. Das stimmt. Oh, ja, mein Gondelfahrer. Ups, machen wir mal ganz schnell. Aber er singt jetzt gar nicht, weil das kann jetzt sein, weil der natürlich eine Maske auf hat. Ups. Sonst singen die. Die haben eine Auffangwanne. Ja, aber wo denn? Da ist doch das Casino. Aber guck mal, wie leer das hier momentan ist. Also das ist momentan echt eine Katastrophe für Las Vegas. Und jetzt kommt das Highlight hier oben in den Gran Canal Shops. Sie haben hier einen Teil des Markusplatzes nachgebaut. Das ist eine Riesenhalle. In dieser Riesenhalle gibt es auch verschiedene Lokalitäten. Die sehen wir gleich. Einfach mal den Anblick genießen. So, da kannst du draußen sitzen. Also was heißt draußen sitzen? Es ist so, als ob du draußen sitzt, weil du halt den künstlichen Himmel hast. Du fühlst dich wirklich, als ob du auf dem Markusplatz sitzt. Mit Straßenlaternen. Jetzt haben wir hier unten eine Gondel, die ankommt. Wo keiner drin sitzt. Da haben wir die Hochzeitsgondel. Für diejenigen, die gerne im Venedig-Hotel ihre Hochzeitsfahrt machen wollen oder dort heiraten möchten, das ist auch möglich. Ich weiß aber nicht, was es kostet. Gibt sonst immer Live-Musik. Ich weiß, es stehen Künstler hier auf der Bühne, die fangen an zu singen und so eine Figuren, die sich bewegen. Das findet normalerweise alles statt.
Und für diejenigen, die schon mal hier waren, die wissen auch, wie voll normalerweise dieser Platz ist. Hier ist nichts los. Hier ist tote Hose. Das ist gar nichts, was hier los ist. Das ist Katastrophe für die Hotels, also für die gesamte Touristenwirtschaft hier. Aber guckt euch mal das leckere Eis hier an. Also sämtliche Sorten. Aber auch teuer. Eine Kugel 6,45. Wenn du zwei Kugeln nimmst, 7,95. Und wenn du drei Kugeln nimmst, 9,45. Das heißt $10 plus Tax für drei Kugeln Eis. Leider Gottes müssen die auch so viel nehmen, weil das einfach schweineteuer ist, hier so einen Laden anzumieten. Also sieht das nicht Hammer aus oben mit den Wolken? Dein Stammhotel seit 2011, sehr gut. Hier oben haben wir denn noch eine Uhr. Da oben sind noch so eine Figuren, die dann ab und zu rauskommen und sich drehen. Drehen die sich gerade? Nee, drehen sich nicht. Ja, leider Gottes, tote Hose hier. Achtung Musik, ja, deswegen müssen wir weg, sonst wird das Video wieder... Sonst wird das Video wieder gesperrt, wenn wir irgendwelche Hintergrundmusik haben. Die Eissorten, oh mein Gott. Da kriegt man Appetit, oder? Aber denkt daran, ihr habt nach 21 Uhr in Deutschland, da ist nichts mehr mit Süßigkeiten und so. Wegen, ja? Ich habe auch 5 Kilo zugenommen. Aber es wird demnächst, was heißt demnächst, in den nächsten 6 bis 8 Wochen wird es einen Stream geben. Kann ich euch jetzt schon mal verraten. Wo ich mit Dennis Wolf, vielleicht kennt ihr niemand von euch, Bodybuilder, Mr. Arnold Klasse, ich weiß nicht welches Jahr, gibt mir eine Fitnessstunde oder eine Bodybuilderstunde. Naja gut, Bodybuilding brauche ich ja nicht, ist ja genug vorhanden, ich bin halt nur extrem entspannt. Und das wird lustig werden, das kann ich euch versprechen, dass das sehr lustig werden wird. So, jetzt laufen wir hier mal weiter zurück. Jetzt sehen wir auch die Lokalitäten, wo du denn sitzen kannst. Da setzen sich jetzt gerade welche hin, direkt ans Wasser, und daneben fahren die Gondeln. Da siehst du schon die Gondel kommen. Gehst du auch noch ins Casino? Nein, ich mache heute keinen Casino-Stream, den machen wir ein anderes Mal. Ich kündige das dann auch an. Aber heute machen wir kein Casino, heute zeigen wir die Shops hier. Ich laufe jetzt ein Stückchen zurück, weil ich muss euch unbedingt einen Laden zeigen, der sehr, sehr speziell ist. Oh Mann, ist das leer. Selbst der Italiener hat hier noch zu, wo normalerweise der Bär tobt. Das ist sehr, sehr erschreckend. Leute, Leute, Leute. Die Welt macht sich kaputt, oder? Und alles klimatisiert. Wir sind alles klimatisiert, egal welches Wetter draußen ist. Ob wir Winter haben, ob wir Sommer haben, immer die gleiche Temperatur hier. Immer das gleiche Licht, also immer tagsüber. Hier haben wir noch eine Eisbar auf der Seite. Minus 5 Grad, hier könnt ihr reingehen. Jetzt nicht, weil es geschlossen hat. Aber dann kannst du auf so Fellen drauf sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Das ist Gletschereis, was es dort drin gibt. Aber die haben auch geschlossen. Ja, es haben noch viele Geschäfte geschlossen, weil es sich nicht lohnt aufzumachen. Das ist das Problem. Selbst die Gondel. Normalerweise findest du keine Gondel, die leer fährt. So, das Paddel, was die haben, damit lenken die nur. Die haben selber unten, vielleicht sieht man das bei ihm so ein bisschen, der geht da mit dem Fuß rauf. Da kann der den Motor ein- und ausschalten. Da rechts unten. Seht ihr die zwei Dinger? Da. Und damit schaltet der den Motor ein.
Und dann dreht sich der Propeller dort unten. Und mit dem Paddel lenkt der halt im Prinzip noch. Wie sind die Infektionszahlen in Nevada? Jeden Tag neuen Rekord. So. Jetzt laufen wir ein Stückchen zurück in der Hoffnung, dass der Typ nicht mehr da ist. Der gesagt hat, man darf hier nicht filmen, was ich sehr, sehr bezweifle. Weil wozu ist man sonst hier? Erst im November dort gewesen. Halbes Jahr her, ja. Aber wir haben ja schon, Juli. Leute, die Zeit vergeht. So, wer von euch so auf Badesachen steht, der kann sich Seife kaufen. Das ist alles Seife. Auch Donuts. Sind keine Süßigkeiten, nichts zum Essen, reine Seife. Also wer unbedingt nach Las Vegas will, es gibt einen Trick, nach Las Vegas zu kommen. Oder allgemein in die USA zu kommen. Ihr müsst nur eine Quarantäne einhalten. Und zwar müsst ihr 14 Tage vorher in ein Nicht-Schengen-Abkommen-Land. Das heißt, das ist Türkei zum Beispiel oder Mexiko. Diese beiden Länder gelten als sicheres Drittland. Und wenn ihr dort 14 Tage seid, dann dürft ihr in die USA einreisen. Wir haben Maskenpflicht in Las Vegas, ja. So, was ich euch zeigen wollte, ist dieser Laden hier. Vielleicht ist dieser Laden schon den einen oder anderen von euch bekannt. Und zwar war hier Michael Jackson einkaufen gewesen. Da gibt es ein Video bei YouTube. Das Video läuft hier auch gerade oben ab. Wir sehen dann gleich, wie er in den Laden reingeht und was hier draußen an Leute waren. Und in diesem Laden gibt es so ganz besondere Sachen, ganz teure Sachen. Alles nachgemacht und alles sehr, sehr kitschig. Das heißt also so einen großen Thron hier. Oder sei es auch so ein Schachbrett. Muss man mögen. Ein paar Sachen sind dabei, die wirklich sehr, sehr cool sind. Auch ein paar Bilder dort oben an der Galerie. Warte mal, wo haben wir es? Man darf nämlich nicht reingehen und dort filmen. Aber von draußen können wir filmen. Und hier ist ohne Scheiß Michael Jackson durchgegangen. Und das könnt ihr euch mal bei YouTube anschauen. Und ist durchgegangen und hat einfach nur mit dem Finger gezeigt. Und dann war der Mitarbeiter daneben gewesen und dann hat er gesagt, ich nehme das und nicht nur das Bild, sondern ich nehme die ganze Reihe da oben und dann nehme ich noch das Schachbrett und dann nehme ich noch den Löwen. Und du siehst halt, wie der Mitarbeiter daneben steht und sich nur die Hände reibt. Weil er ganz genau weiß, das Bild kostet 20.000, der hat jetzt gerade da oben so gezeigt, 150.000 verdient, der Löwe nochmal 25.000, das Schachbrett nochmal 30.000. Der hat das Geschäft seines Lebens gemacht hier mit dem Kerl. So, und dieses Video läuft jetzt hier oben ab, wie der ins Venedig-Hotel reinläuft. Und dann seht ihr gleich, wie viele Leute hier vorstehen. Wir müssen natürlich so ein Hotel abriegeln, wenn der irgendwo erschienen ist. Das war die Galerie, wo wir gerade eben durchgelaufen sind. Ein bisschen auf der anderen Seite läuft noch ein anderes Video. So, pass auf, hier seht ihr das ganz genau. Und jetzt achtet gleich links der Typ, wie der seine Hände die ganze Zeit aneinander reibt. Das kannst du auch nur machen, wenn du so viel Geld übrig hast, dass das alles scheißegal ist. Das ist der Store Manager. Seht ihr die Hände? Guckt auf die Hände. Genau so. Geschäft seines Lebens. Komm, Michael, kauf noch ein bisschen mehr ein. Du hast es ja.
So, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne auf YouTube anschauen. Der Laden nennt sich Regis Gallery. R-E-G-I-S. So. Und so sind die Figuren hier drin. Dann kannst du hier einen Adler kaufen. Und nichts mit billig. Sogar der Löwe hat einen Mundschutz. So, dann sind wir eigentlich im Groben und Ganzen durch. Und das war's vom Venedig Hotel. Und jetzt können wir es so machen. Jetzt habe ich Zeit für euch. Jetzt bin ich mit meinem Text durch. Jetzt habe ich euch ein bisschen was gezeigt. Wenn ihr Fragen habt, haut die Fragen rein. Dann machen wir noch 10 Minuten ein bisschen Gequatsche. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, bitte, ich weiß nicht, wann es wieder aufmacht, wann ihr in die USA fliegen könnt. Ich weiß auch nicht die Case-Zahlen. Ich weiß auch nicht, ob Trump wiedergewählt wird. Das weiß ich alles nicht. Da steht Video verboten. Wenn du in den Laden reingehst, steht Video verboten. Das ist richtig. Aber von draußen darf ich reinfilmen. Bitteschön, Katrin. Danke, René. Wieder mal top. Wir machen, wo ist denn der nächste Stream? Der nächste Stream ist, was haben wir heute? Donnerstag. Der nächste Stream am Sonntag ist vom Caesars Palace mit runden Rolltreppen, die nach oben gehen. Und die Woche danach steht auch schon fest. Ich weiß nur, der eine Sonntag ist Riesenrad und der Donnerstag weiß ich jetzt nicht, was ich da rausgesucht hatte. Hat das Mirage schon auf? Nein, das Mirage hat noch nicht auf. Mahlzeit, Mahlzeit zurück. Geiler Stream, danke. Bitteschön, so soll es sein. Das war eine schöne Führung, danke René. Bitte, dir geht es hoffentlich gut. Ja, Patricia, mir geht's wunderbar. Hat das Wachsfigurenkabinett auf? Ja, es hat auf, kannst du reingehen. Aber ganz wichtig, wenn ihr hier seid, wartet kurz vor Feierabend. Zwei zum Preis von einem meistens vor der Tür. So, jetzt muss ich schnell lesen. René vor President. Oh nee, das würde ich mir nicht ein. Da würden sich einige umgucken. Eigentlich hätten wir jetzt noch Zeit für ein bisschen Heidi. Hier mit eurem Casino. Wir haben Michael Jackson im Aladdin vor Jahren gesehen, als er der goldenen Schüssel an der Stadt ging. Das ist unvergesslich. Tower, super. Danke, dass du Las Vegas nach Hause bringst. Bitteschön. Das behalten wir jetzt auch erstmal bei mit den ganzen Streams, weil ihr könnt ja nicht ins Land kommen. Bisschen Fernweh gestillt, so soll es sein. Welche Hotels sind noch geschlossen in Vegas? Ich glaube, das Luxor ist noch zu. Mandalay Bay hat gestern oder vorgestern aufgemacht. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. Das haben schon sehr viele offen. Wie ist der Stand mit dem Resort World? Sieht sehr gut aus. Sie machen Sommer nächsten Jahres auf. Da gibt es übrigens den größten LED-Bildschirm oder den größten TV-Bildschirm an einer kompletten Hauswand dran. Casino Royale wäre mal lustig. Ja, das ist ja gleich nebenan. Ich weiß gar nicht, ob die schon aufhaben. Aufhaben. Super Stream, danke. Bitteschön. Zipline. Zipline gibt es nicht. Sehr cool, super informativ. Bitteschön, danke. Gott, ihr schreibt so schnell. Oh, jetzt singt einer. Warte, wo? Wo ist er? Hier, der vorne singt. Der hier. Der hat auch gar keine Maske auf. Der macht das deshalb. Warte mal. Normalerweise stehen hier Dutzend von Leute rundherum und gucken dich genau an, was du in der Gondel machst. Da war den Sänger. Ich weiß gar nicht, ob das Italiener sind. So, was haben wir denn noch hier? Du bist der Hammer, liebe Grüße aus der Schweiz. Bitte, Alexandro, freut mich, dass euch die Streams gefallen. Es kommen noch so tolle Streams. Kannst du mal die Bartender, Barkeeper in Carnival Kurt Harris besuchen? Dankeschön, René. Liebe Grüße aus Bremen und bleib gesund. Schöne Grüße zurück nach Bremen. Immer toller Stream, vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. Willkommen Heimweh. Schöne Zeit zurück.
komm, geh eine Runde zocken, das vermissen wir doch alle. Ich weiß, wir machen mal einen richtigen Zocker-Stream in Downtown Las Vegas. Und dann hauen wir da mal ein paar hundert Dollar weg. Ich bin ja nur am Gewinn in letzter Zeit. Egal, was ich mache, es wird nicht weniger. Gibt es auch eine Michael Jackson-Gedenkstatue in Las Vegas? Ist mir nicht bekannt. Immer super interessant und so weiter. So, dann sind wir eigentlich alles durch. Ne? Eben im TV, Abzocke im Urlaub, Las Vegas, Typen, die CDs verkaufen. Ja, die gibt es überall in den USA, die gibt es auch in New York, so Pseudo-Rapper. Naja. So, wie sieht es denn mit Immobilienpreisen aus? Immobilienpreise, René, gehen momentan nicht nach unten. Ich vermute, dass es ab Herbst losgehen wird. Das würde jetzt zu lange führen in dem Stream. Warum, wieso, weshalb? René, sag mal, was ist denn dort günstiger als in Deutschland? Ganz einfache Antwort. Ich zahle hier keine Einkommensteuer. Jetzt brauchst du einfach nur auf deine Lohnabrechnung gucken und dann weißt du, wo man mehr Geld spart. So Leute, ich glaube, es sind zu viele Fragen. Ich komme nicht hinterher. Sehr viel. So, nochmal einen kleinen Schwenker und dann machen wir Schluss. So. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns am Sonntag wann sehen wir uns Sonntag? Um 21 Uhr. Ich gehe jetzt gleich nochmal bei Instagram online und da könnt ihr dann nochmal ein paar Fragen stellen, denn es ist einfacher wie hier, weil bei Instagram sind nicht ganz so viele Leute und da könnt ihr die Frage offiziell, was heißt offiziell, ihr könnt die Frage unten reinmachen, Question und Answer und dann hauen wir das da rein und dann kann ich das besser beantworten. Also wer Interesse hat, geht gleich auf meinen Instagram-Account René_Meinert und da geht es dann weiter. Und den machen wir unten vom Casino. Okay, also bis gleich in 5 Minuten. Dankeschön fürs Einschalten. Ciao, ciao.